Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Nach einer längeren Pause, länger, wenn man es so sieht, sind es eigentlich fast einen Monat, geht es jetzt hier endlich weiter. Ich habe jetzt aber auch fast die ganze Zeit nicht gezockt, deswegen, ich habe mir gerade, bevor ich es hier aufgenommen habe, mir die alte oder die letzte Folge nochmal angeschaut, was ich gemacht habe. In der letzten Folge haben wir so eine Inseltour gemacht, mit dem Boot, einfach mal überall hin. Ich muss erstmal gucken, was ich hier überhaupt habe. Nein, hinlegen. Da geht's auch schon weiter. So, nein! Mann! So, öffnen. Da haben wir Seile. Da haben wir Kokosnüsse. Und Seile. Da haben wir noch Sachen für Seile. Bretter, Steine. Steine. Plan. Klingt erstmal recht nice. Aber ich muss natürlich was essen. Ja, wow. Oh Mann. Wo machen wir denn jetzt weiter? Fahren wir einfach weiter oder mache ich mir erstmal was zu trinken? Ich glaube, ich mache mir erstmal was zu trinken, oder? Ich hoffe, das geht recht schnell. Nehmen wir diese Sachen hier mal mit. So. Die kann man ja da hinpacken. Und da genau das gleiche. Das heißt, wir kriegen hier gleich schon mal auf jeden Fall was zu trinken. Essen würde ich sagen, holen wir uns jetzt. Obwohl, einmal Essen habe ich ja noch. Haha. Aber ich habe, glaube ich, kein Holz mehr, oder? Doch, Holz habe ich noch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel. Aber ich denke mal, es wird schon reichen. So, legen wir den Rest mal ab. Und machen uns hier mal ein nettes Feuerchen. Gegengift, bin ich vergiftet? Bin ich vergiftet? Yo, scheiße. Oh nein. Kokosnussflasche. Oh, da ist sogar was zu trinken drin gewesen. Und hier leer. Okay. Ja, dann holen wir uns doch gleich mal Sachen für Gegengift. Oder? Macht das Sinn? Macht, glaube ich, Sinn, ne? Jetzt warten wir hier eben, bis meine Mikrowelle fertig ist. Einmal trinken kann ich schon. Und hier auch. Hergestellte Gegenstände. 165. 19 Tage überlebt schon. Ui. 15 Tiere getötet. 6 Inseln erkundet. Und 7 Schiffe habe ich geplündert. Oh nein. Ich muss gleich echt mal was essen hier. Los, geh fertig. Was haben wir denn hier noch drin? Kompass. Ah. Lala, lala. So. Und. Ah, klar.
klappt sogar mit einer Spitzhacke. So. Ja, sieht erstmal ein bisschen besser aus, ne? Wie lange braucht das denn? Ach so, ist ja schon fertig. Nein. Löschen. Und nehmen. Essen. Ja, okay. Reicht, glaube ich, erstmal. Wir fahren los zu einer Insel. Oder? Fahren wir zu einer Insel? Ja, wir fahren zu einer Insel. Aber zu welcher fahren wir denn? Ich muss erstmal hier das Boot einmal quer über die Insel ziehen. Na, der jetzt bleibt da doch nicht stecken. Es ist da echt stecken geblieben, oder was? Ich krieg zu viel, echt. Krieg echt Kopfschmerzen bei, ne? So. Na komm mit. Zu welcher Insel? Da hinten ist noch eine. Da fahren wir doch jetzt mal hin. Rettungsboot? Ach da. Okay, ich bin im Wasser. Und da ist was Vergiftetes. Also nichts Vergiftetes, sondern da ist was, was mich vergiften kann. So. Wo ist denn? Nein! Wo ist denn mein Paddel? Mein Paddel ist weg. Und ich hoffe, gleich ist mein Boot nicht weg. Wo ist mein Paddel? Da ist es. Uiuiui. Und mein Boot ist zum Glück noch da. Das ist ja hervorragend. Ja, auf jeden Fall, ich konnte diese Pause gut nutzen. Ja, es wurde mir halt alles ein bisschen zu viel mit der Arbeit und ja. Deswegen diese spontane Pause. Jetzt geht es weiter. Und ich habe da, glaube ich, was gesehen. Freunde, ich habe, glaube ich, was gesehen. Ist das Lehm? Oder ist das einfach nur Scheiße? Mann. Es ist kein Lehm. Da ist mein Boot. Da, okay. Ja, dann können wir weiterfahren. Auf welche Insel wollte ich nochmal? Auf die da hinten, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt die Pause gut nutzen, ein bisschen runterkommen. Ich habe schon mal ein paar Folgen aufgenommen. Und ja. So ist das. Und ja, jetzt wird auch erstmal wieder knallhart Videos rausgehauen. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass in einem Monat, also ich habe jetzt einen Monat Pause gehabt, nichts hochgeladen, dass ich trotzdem weiterhin Aufrufe, also gute Aufrufe, bekomme. Danke dafür. Und ja, so ist das, ne? Ja, ich muss irgendwie, ich weiß auch gar nicht, was ich für eine Pflanze brauche für mein Gegengift. Muss ich schon mal Gegengift herstellen? Ne, ich musste mir hier, wie heißt es?
so eine Gipsschiene machen. Weil ich runtergefallen bin. Ah. Trottel. Geht die Sonne jetzt unter oder geht sie auf? Nee, geht's unter, ne? Oder fängt sie an zu regnen? Da ist was ganz, ganz Kleines auf der Insel, oder? Sieht aus wie so ein Boot. Ist das ein Boot? Ey, ich hoffe, in dem Boot sind wichtige Sachen drin, die ich noch gebrauchen kann. So wie Lehm. Aber ich glaube nicht, dass Lehm in einem Boot oder Schiff ist. Er sieht eher aus wie so ein Boot. Ich brauche doch einfach nur fucking Lehm und... Ja, und Harpunen und Speere und was weiß ich. Oh Mann. Na, jetzt wird's dunkel. Scheiße. Ich wollte tauchen gehen. Ich wollte in das Boot reingehen. Mann. Aber ich kann ja trotzdem rein. Quasi das, was ich finde, kann ich ja mitnehmen. Und sonst gehe ich da einfach morgen. Also später rein. Oder baue ich mir erstmal so ein komisches Zelt. Ich baue mir, glaube ich, erstmal ein Zelt. Ja, macht, glaube ich, Sinn. Da ist auch, ach, das ist Gras, was rausguckt. Okay. Ah, warum drehe ich mich? Anker setzen. Oh. Es ist einfach mal dunkel. Haben wir denn hier oben was? Es ist echt mega dunkel, oder? Ich schlafe erstmal. Und wenn ich geschlafen habe, sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Aloe Vera haben wir hier. Und ich hoffe auch diese andere Blume, die ich brauche. Da sieht doch hier, das ist das doch, oder? Ist das das? Nein, ist es nicht. Das ist es auch nicht. Freunde, ich war hier schon mal. Wie crazy ist das denn? Nice. Also ich war hier schon mal. Anpinnen. Ich brauche Seile. Da habe ich ein Seil. Ich brauche Blätter. Blätter hole ich mir. Dann haben wir nämlich hier auch auf jeden Fall schon mal unser Zelt. Oder unsere Unterkunft. Dann kann ich wenigstens sagen, oh, guck mal, auf der Insel war ich auch schon mal. Ist aber so kaum noch was zu holen. Deswegen passt das. Haha, ast rein. So, jetzt noch Stöckchen. Und dann habe ich die Sachen für mein Zelt, dann, also die Zutaten für mein Zelt, ne? Da ist mein Bötchen. Und hier knall ich mir das Zelt hin. Anpinnen. Ja, Mann. Schlafen. Wir schlafen erstmal, ne? So. Hat ja gut geklappt. Es ist hell. Jetzt muss ich mir aber hier mal wieder die Sachen anpinnen. Für Vergiftung. Da. Weil sonst vergesse ich es wieder und dann ja, ist das auch wieder scheiße und ne, man kennt's. Gibt's hier denn irgendwie Sachen gegen Vergiftung? Nee, aber Kokosnüsse. Lala, lala. So. Und bitte.
Oh, gleich krieg ich doch locker Dünnschiss, oder? Ich krieg doch gleich locker Dünnschiss. Wenn ich die jetzt noch mit esse. Und. Und. Kein Dünnschiss. Ey, aber ich brauch Vergiftungsdings dann. Nee, Gegengift. Mann, das ist, kann doch nicht wahr sein. Was ist das hier? Gabelblattfarn. Brauche ich das? Jo, die Sachen brauche ich. Nice. Das ist nice. Dann nehme ich mir doch hier mal. Wo war der? Da war sie. Oh, ich sehe doch noch Hoffnung in mir. Ich brauche diese Gabelblattfarn. Aber wo finde ich das denn jetzt hier noch? Nein. Nein. Aloe Vera, komm, wir schützen uns mal. So. Nein. Vielleicht weiter im Landesinneren. Im Landesinneren. Ne, hier ist aber wohl auch nichts mehr. Oh, was war da denn? Ich brauche Gabelblattfarn. Habe ich irgendwie. Wie heißen die? Biologen oder so? Die mir sagen können, ob es die Pflanzen wirklich gibt? Mann, ich brauche Gabelblattfarn. Kann doch nicht so schwer sein hier. Echt jetzt mal. Aber ich brauche ja auch schon mal für später Seile, um mir so eine komische, um mir eine komische Flasche zu machen. Nehmen wir mal mit. Eins. Wo ist Nummer 2? Das kann nicht wahr sein, dass hier nur ein diese Gabelplattform ist. Ist doch scheiße. Das ist doch richtig scheiße. Weißt du, diese Insel ist später dran schuld, wenn ich sterbe. Haben wir hier irgendwo. Da haben wir noch Essen. Ja, Mann. Oh, ich hab nicht. Oh, Leute. So. Ich habe Platz für Essen. Und nochmal Essen. Haha. Und guck mal, wir sind wieder voll an Essen. Aber fast am Sterben. Mein Gott. Unterschopf, junge Palme. Hier haben wir noch eine junge Palme. Haben wir sonst noch irgendwo eine junge Palme? Sonst sind die doch auch hier immer wie Sand am Meer. Auf jeder Insel, keine Ahnung, wie viele. Warte mal, wenn ich hier langlaufe. Nee. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine optische Täuschung. Wer weiß. Ja, dann muss ich eben auf eine andere Insel fahren. Aber auf welche? Habe ich hier irgendwo eine in der Nähe? Ja, die da hinten. Leute. Nee, nee, nee. Ah, bleibt normal. Jetzt komm. Mann. So, muss ich es halt so machen. Boah. Wird einem ja schwindelig bei meinen Aufnahmen. Ha. Was macht der denn?
stimmt mit dem denn nicht? Er ist hier, um zu überleben und nicht im Wasser zu spielen. Zu dieser Insel wollten wir, ne? Die da hinten ist. Anscheinend. Ja, ich sehe auch schon wieder sehr, sehr... Ne, zu der wollten wir. Weil die sieht nämlich noch komplett grün aus. Nichts abgeholzt. Vielleicht haben wir ja Glück und finden da dieses letzte Gabelblatt fahren. So. Ab hier kann ich Boot fahren. Da und gib ihm. Welche wollten wir denn jetzt hin? Zu der wollten wir. Ich hoffe, ich überlebe den Weg dahin. Wenn nicht, ja, dann am Arsch, ne? Ach, nee, nee, nee. So. Obwohl war ich da auch schon. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin so komplett lost hier in dem Spiel. Jede Insel sieht auch gleich aus. Das ist ja die Kacke. Mann. Das ist echt nicht mehr feierlich. Los, mach hinne, du stirbst gleich. Boah, der hat auch schon voll die komischen Flecken an der Haut. Guckt euch das mal an. Sieht ja voll eklig aus. Zum Glück sitze ich bei mir zu Hause und nicht in irgendeinem Schlauchboot mitten im Atlantik. Heftig. Nee, nee, nee. Obwohl, von der Unterwasserwelt könnte es auch mega gut die Karibik sein. So mit viele Korallen, viele Inseln, keine Bewohner. Nein, Spaß. Ja. Nee, aber echt eine mega schöne Gegend hier. Ich glaube, so für einen Monat oder so könnt. Ich bin verreckt. Ja, bin ich wenigstens jetzt Haifutter. Mann. Ich bin einfach mal gestorben, Freunde. Ich bin tot. Freunde, wir werden jetzt dann nochmal von vorne anfangen, also nicht von komplett vorne, sondern einfach da, wo ich ja, das jetzt mal gespeichert habe, quasi da, wo wir in der ersten Folge angefangen sind. Also nicht in der ersten Folge, aber gerade in der Folge. Ist es halt einfach echt beschissen gelaufen. Ne? Na gut, was soll's. Erstes Video nach einem Monat wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr gebt mir dafür ein Like und schreibt mir eventuell was Nettes in die Kommentare, was ihr so in dem letzten Monat gemacht habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Stranding Deep auf meinem Kanal. Freunde, habt noch einen angenehmen Tag, ne? Ciao.